Hier von den herzliches Willkommen zu einer Reaktion auf den Uchi-Fan-Kanal. Ja, oder eigentlich kommt die Reaktion immer auf den Uchi-Fan-2.0-Kanal. Aber, ja Leute, wie ihr das hier schon sehen könnt, ist diese Reaktion auf meinem Hauptkanal. Falls man zweiter Kanal nicht folgt, geht einfach oben auf YouTube bei Uchi-Fan-2.0. Aber ich reagiere jetzt auf Maki. Ist aber ein großartiger Stalker in GTA-Roleplay. Ach Leute, Mann, da kauft man sich eine 5 Millionen Euro YouTuber-Villa und dann regnet es einfach ins Haus rein. Was ist denn das? Ich muss unbedingt den Handwerker gleich anrufen. Aber es ist ein neuer Tag in dieser wunderschönen Stadt. Herzlich willkommen, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und kostenlos Abo, falls ihr neu seid. Hier, schau mal, ich habe YouTube gerade geöffnet. Da könnt ihr jetzt klicken. 3, 2, 1. Jalla, Alter. Und schon kriegt ihr ein bisschen Geld von mir. Hier, nehmt euch einen Stapel, aber nur einen, okay? Weil sonst fällt Steuerberater auf und dann kriege ich ein bisschen Ärger mit Polizei und so. Also einen Stapel könnt ihr nehmen. Ihr wisst Bescheid, Mann. Wenn ihr nicht wisst, wer das ist, Maki. Beziehungsweise Marke Live, vielleicht kennt ihr den darunter, macht jetzt auch GTA-Video wieder auf seinem Fortnite-Kanal. Aber ich schau trotzdem mal rein. Wir sind ja mit Oscarino und Fischi zusammengezogen. Die zwei sind aber gerade angeln. Frag mich nicht wieso. Ich glaube, da hinten sind das Oscar und Fischi geleakt. Ja, Oscar und Fischi leakt. Mehr kann ich euch nicht zeigen, aber das sind Bilder von den Boys. Wir haben ja in den letzten Tagen ein bisschen komische Sachen in der Umgebung gesehen. Wir haben. Oh mein Gott, da. Bro, no, no, no. Halluziniere ich? Nein, 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 nein. Ich hatte gestern einen Albtraum. Nein. Ihr habt alle den Albtraum gesehen. Ihr habt alle den Albtraum mitbekommen. Das war ein Traum. Wer das ein. Wenn er nicht wisst, hat er gestern auch schon ein Video hochgeladen. Und da war er halt Österreich. Tief durchatmen, 3, 2, 1, es muss weg sein, es ist weg, okay. Okay, es ist alles gut, Mann, es ist alles gut. Ich wollte gerade sagen, in letzter Zeit passieren sehr gruselige Sachen, sehr creepy Sachen. Ich hatte vor 2, 3 Tagen noch einen seltsamen Traum, dass ich entführt wurde, gekidnappt werde, von irgendjemandem mit einer Maske so mäßig. Ich habe keine Ahnung wieso, aber es war so seltsam, ne, deswegen. Ich muss heute ein paar Sachen im Haus noch machen, wie gesagt, meine Damen und Herren, wir müssen hier ein bisschen wunderbar aufräumen. Wir haben ja fette Partys gefeiert die letzten Tage, deswegen gehen wir hier mal raus zum Pool. Ich müsste den eigentlich abdecken, weil tatsächlich beim Regen ist es nicht so gut, wenn der Pool die ganze Zeit offen ist, ne? Ladies and Gentlemen, deswegen schauen wir mal hier ein bisschen vorbei, gehen mal zu den Sonnenliegen. Ah, ich finde die Poolabdeckplane gerade gar nicht. Ist ein bisschen blöd, Alter, hier, aber naja, was sollen wir machen, meine Damen und Herren, ne? Trotzdem eine schöne Aussicht hier. Guck mal, diese Mauer ist doch wunderschön, Ladies and Gentlemen, ne? Ah, Bro. No, 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 no. No, 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 Mama, 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 Mama. Sperrtür, ich kann nicht mehr reden, sperr die Tür zu. Junge, da ist jemand, sperr die Tür zu, ist die Tür zugesperrt, er ist wieder da. Was? Bin ich blöd? Hier war doch gerade jemand, habt ihr den gesehen? Er war doch hier. Ich verstehe es nicht. Ich habe vor 3 Tagen diesen Albtraum gehabt, dass wir irgendeinen Stalker, einen Kidnapper hatten. Er hat mich mitgenommen, ich bin gestorben und auf einmal aufgewacht und bin neu geboren gewesen. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Ich gehe nochmal hoch. Ich gehe nochmal zur Helikopterplattform. Wenn er da ist, ich guck nochmal nach. Ich guck nochmal nach. Ich guck nochmal nach. Ich glaube nicht. Wir gehen nochmal rein. So, wir gehen in den Raum rein. So, Helikopterplattform. Wir schauen mal raus. Alter, das kann ich bilden mir das an. Oh mein Gott, what the heck? Bro, Alter. Es war kein Traum, 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 es war. Wo ist er? Oh Gott! Oh nein, ich muss einen klaren Kopf bekommen. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Entweder ich träume oder jemand ein Psychospiel spiele mit mir. Es ist so gruselig. Was passiert hier? Der Stalker, Alter, was will der von mir? Ich muss unbedingt. Nein. Ich muss in die Stadt. Ich muss weg von hier. Ich fühle mich nicht sicher. Wir müssen gehen, Leute. Wir müssen in die City gehen. Ich gehe zu meinem Auto. Muss erstmal hier klettern, Alter, weil normale Leiter benutzen wäre natürlich langweilig, die Treppen. Wir gehen zum Auto, Ladies and Gentlemen. Und fahren erstmal in die City, ey. Wir müssen natürlich hier oben gehen. Ich habe mein Auto auf der Straße geparkt. Junge, Alter, was ist denn hier los? Ich weiß gar nicht. Oh Mann, Alter, schnell zum Auto. Meine Güte. Heute ist ein bisschen Regen, Alter. Ich weiß es nicht. Habe ich mein Cabrio-Dach aufgelassen? Oh, ich habe es aufgelassen. Jetzt ist es auch zu spät. Egal. Wir gehen in die City, meine Damen und Herren. Oh, ich fahre direkt los. Okay, Mann, ich gucke mich nicht so an. Ich weiß auch nicht, was mit mir passiert. Okay, Leute, wir sind in der Stadt angekommen. Ich habe einen kühlen Kopf. Wir sehen, es ist gar kein Verkehr los. Ein paar Passanten. Wie geht's euch, Jungs? Alles klar bei euch? Keine Ahnung. Die sind nicht so gesprächig. Aber, Ladies and Gentlemen, grüne Ampel muss man natürlich auch mal nutzen. Also, ich feiere GTA 5 selbst, aber ich will es nicht selber spielen. Wenn ihr mich fragt in die Kommentare, nein. Deswegen können wir gleich weiterfahren. Es ist so seltsam. Ich fühle mich, wie wenn irgendwer mich beobachtet. Kennt ihr das? Es ist nachts dunkel. Ihr lauft alleine nach Hause und auf einmal habt ihr irgendwie so... Ja, das kenne ich zu gut. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare rein. Kennt ihr das selber? Jemanden, so ein Gefühl, dass hinter euch die ganze Zeit jemand ist. So, ich habe nonstop... Das ist doch der... Das ist doch Esti, aka den Führer. Nein, 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 ich träume. Hä, was ist jetzt?
Ich träume. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Es hat alles gefreezed auf einmal. Und das war ein Traum. Hier ist niemand. Es hat alles gefreezed gerade. Das war ein Traum. Das war ein Traum. Es ist rote Ampel. Ich muss trotzdem fahren. Okay, Leute. Ich glaube wirklich tatsächlich langsam. Ich glaube langsam, wir haben einen Stalker. Ich bin mir zu 100% sicher, dass wir langsam einen Stalker haben. Das letzte war anscheinend kein Traum. Das war ein Horrorfilm in echt. Ich bin abgestochen worden und bin anscheinend wieder irgendwie geboren worden. Er hat mich wieder geheilt. Wir haben irgendeinen Stalker und ich weiß nicht, was seine Mission ist. Ich weiß nicht, was er von mir will. Aber ich will es auch gar nicht wissen. Ladies and Gentlemen, Alter. Ich glaube aber, wir dürfen hier in dieser Umgebung sicher sein. Richards Majestic, das ist so ein bisschen ich sag mal, riche Station hier, wo auch alles safe sein sollte. Leute, wir gucken mal, hier sind keine Leute. Ich sehe niemanden mehr. Sir, hallo? Kleine Frage, haben Sie schon mal, Sir, eine kleine Frage nur. Haben Sie einen Clown du blöder Zipfel, Manfred, ich wollte dich... Oh nein. Oh nein, 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 nein. Es ist ein Stalker. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hallo, was willst du von mir? Bist du ein... Das ist der Stalker, Mann, er ist... Werbung... Blocken... Die Werbung geht jetzt insgesamt noch 10 Sekunden, das heißt, er hat jetzt dann noch ein paar Sekunden Black Screen. Und jetzt seht ihr mir das gleiche Bild. Kein Ton. Hallo, 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 Sir, Sir, hinter mir ist jemand gewesen, ein Clown. Er ist weg. Er war da gerade noch. Hallo, wirklich, er war da gerade noch. Wieso sagen Sie nichts? Denken Sie, ich bild mir das nicht ein. Ich glaube, ich spinne. Ich glaube, ich spinne. Was geht hier vor sich? Was passiert hier mit mir? Habt ihr das da hinten gesehen? Ich schwöre auf alles. Ich habe am Ende der Straße gerade diese Ballons gesehen. Ich habe die da... Soll ich hinfahren? Ich fahre hin, Leute. Ich fahre hin. Bleibt ruhig. Macht euch gefasst. Ich habe da hinten die Ballons gesehen. Ganz ruhig, Leute. Ganz ruhig. Nicht erschrecken. Bleibt ruhig. Bleibt leise. Hallo? Polizist, wollen Sie mitfahren? Können Sie mir helfen? Ich glaube, er ist da draußen, Leute. Ich glaube, er ist da draußen. Ich habe gerade etwas gesehen. Ich habe hier gerade etwas... Oh mein Gott, Alter! Er ist hinter mir, der Stalker! Meine Güte, ich will das nicht! Ich bin zu jung dafür! Geh weg, Mann! Was willst du von mir? Er verfolgt mich, Leute! Wo gehen wir hin? Was sollen wir machen? Soll ich ihn... Ich glaube, es gibt nur einen Ausweg. Ich glaube, es gibt nur einen Ausweg. Ich muss meine versteckte Waffe, die versteckte Waffe, die ich letztens am Haus versteckt habe, holen und ihn niederlegen. Es geht nicht anders. Ich muss den Stalker killen. Es geht nicht anders. Ladies and Gentlemen, wir machen das. Wir machen das. Ich schaff das. Ich schaff das. Wir fahren schon zum geheimen Ort. Wir fahren zum geheimen Ort. Ich hab hier hinten irgendwo in einem Busch habe ich die Waffe versteckt. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo es war. Oh meine Güte, Alter. Oh meine Güte, Mann. Wo habe ich das nochmal gemacht? Ich bin gerade voll am Paniken. Ist er noch irgendwo hinter uns? Sehen wir ihn irgendwo noch? Wir haben ihn schon mal abgehauen. Das ist sehr gut. Das ist sehr nicht da. Oh mein, nein, wir haben ihn nicht abgehauen. Er ist an der Tankstelle. Habt ihr das gerade gesehen? Oh mein Gott, da hinten müsste der Busch sein. Ich glaube, er ist da hinten. Ich glaube, da hinten ist der Busch. Ich glaube, da hinten ist der Busch. Ich glaube, da hinten ist der Busch. Warte. Das müsste er sein. Hier war ich letztens. In diesem Busch müsste es drin sein. Hier müsste es drin sein, meine Damen und Herren. Wir gehen da ganz schnell. Ich habe euch. So, ganz kurz gucken. Habe ich sie gefunden? Okay, ich habe es gefunden. Den RPG. Wo ist er? Wo? Er kommt da hinten. Leute, er kommt da hinten. Er ist es. Es ist der Stalker. Es ist der Stalker. Er kommt immer näher. Ich zähle runter. 3, 2, 1. Geh weg mit dir. Haben wir ihn erwischt? Wir haben ihn erwischt. Ich glaube, wir haben ihn erwischt. Wir haben ihn erwischt, Ladies and Gentlemen. Er müsste weg sein. Haben wir ihn erwischt? Hallo? Hallo? Er ist wegteleportiert, hä? Ich glaube, wir haben ihn. Habt ihr es? Ich konnte es nicht genau sehen. Ich war zu sehr im Raketenwerfer fokussiert. Ich glaube, es ist aber hier explodiert, oder? Ladies and Gentlemen, ich glaube, wir haben ihn erwischt. Mein Gott, was ist das hier? Spinn ich? Habt ihr das auch gesehen? Ist das wahr? Oder bilde ich mir das alles ein? Ladies and Gentlemen, das ist der Stalker. Und ich habe Angst, heute Nacht zu schlafen. Wenn ihr neu hier seid, lasst einen Daumen nach oben da. Genau, lasst gerne ein Abo da, aktiviert gerne die Glocke und lasst ein Like da. Jeder, der sicher sein will, abonniert den Kanal kostenlos. Ich werde euch beschützen. Der Stalker, falls ihr wiederkommt. Stalker, falls du mich hörst. Ich habe noch zwei Freunde da draußen, Oscreen und Fishy. Und wir werden dich finden und wir werden dich dran kriegen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich werde weiter ermitteln und die nächsten Tage euch Bescheid geben, ob der Stalker wirklich existiert und was seine Mission ist. Das war's vom Video auch von meiner Seite aus, Leute. Ihr wisst ja nämlich, dass er jetzt ein Roleplay macht auf seinem Kanal. Ich würde einfach mal so random einfach mal drauf reagieren. Wenn ihr Neues habt, abonnieren, Glocke auf alle Benachrichtigungen aktivieren und natürlich ein Like da lassen auf das Video. Und natürlich auch meinen Kanal weiterempfehlen. Da würde ich sagen, gönnt euch mein neues Outro
und Chill mit Doppel-Ö. Vergesst nicht, irgendein Credit Card einzugeben. Könnt auch gerne Credit Card Marke eingeben oder Siki oder OkuTV, mir eigentlich egal. Chill mit Ö.